freue mich über die Erlegung dieses Hirsches. Es ist ein Kronenzehner, heute Morgen um 6 Uhr geschossen. Wir sind hier in Masuren, in Chabowo, und wir haben eigentlich verhältnismäßig schlechte Bedingungen. Brumpft hört man kaum. Wir haben es viel zu warm. Heute Morgen war es 13 Grad, als wir ins Revier gefahren sind. Also grundsätzlich schwierig. Umso besser, dass ich eine halbe Stunde draußen war und mein Jagdführer Jurek diesen Hirsch zielsicher gefunden hat. Ich bin also wirklich nur eine halbe Stunde draußen gewesen und wir haben diesen Hirsch gestreckt. Er hat kurz gemeldet, kam aus einem Haselnussbusch raus und ist auch im Schuss ganz gut gefallen. Und von daher herzlichen Dank Jurek, und ich freue mich sehr, Ihnen diesen ersten Hirsch, glaube ich, in der zweiten Woche hier vorstellen zu können aus Chabowo. Guten Tag und herzliche Grüße aus Masuren. Wie immer der erste Dreh hier am Juxtisee, direkt an der Pension Hubertus in der Oberförsterei Chabowo. Schönes Fleckchen Erde, und damit wollen wir natürlich beginnen. Begonnen haben wir aber mit einem Rothirsch von Martin. Sie haben ihn gesehen, er hat auch schon was dazu gesagt. Ich glaube, einen besseren Anfang kann man sich nicht wünschen. Eine halbe Stunde im Revier und der Hirsch liegt. Die Brumpft ist trotzdem verhalten, sie ist nicht gut. Sie war die ganze letzte Woche ja was darf man gar nicht sagen. So war sie. Es ist einfach dieses Jahr viel, 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 viel später. Und auch jetzt, wo eigentlich schon Hochbrumpft sein müsste, ist praktisch noch gar nichts. Es ist nicht gut. Ich werde sehen, was die anderen Reviere berichten. Aber das Wetter spielt eben nicht mit. Und jetzt auch das schlechteste Wetter, was man sich vorstellen kann. Wolken verhangen, drückende Luft, 15 Grad. Jetzt vielleicht schon gestiegen auf 17 Grad. Das ist nicht schön. Aber was soll's? Wir haben eine Woche Zeit. Das Wetter wird sich ändern und die Brumpft wird beginnen. Das ist ganz sicher. Denn nächstes Jahr haben wir wieder Kälber. Und darauf warten wir Jäger. So ist eben Jagd. Und Sie verfolgen das bitte täglich live. Bis dahin, ach so, ein Buchstaben, den reiche ich nach. Der kommt gleich. Achten Sie drauf. Bis dann. Tschüss und weit mein Seil. Bis morgen.